Während bei der Snowboard-WM am Kreisberg bereits die ersten Bewerbe über die Bühne gingen, trainierte das deutsche Snowboard-Nationalteam am Galsterberg bei perfekten Bedingungen für die Bewerbe Parallel-Riesenslalom und Parallelslalom. Es ist recht ruhig da für uns, wir haben da unsere Ruhe vor anderen Teams und so weiter. Also wir können uns da in Ruhe auf die WM vorbereiten, die Bedingungen sind optimal. Wir kriegen jegliche Unterstützung vom Galsterberg, für uns optimal. Also ich muss sagen, das war wirklich super. Wir haben lange mit dem Trainer diskutiert, wo wir hingehen können, aber aufgrund vom Tipp von Weiß Daniel haben wir hier wirklich perfekte Bedingungen gehabt. Also der Hang passt, denke ich, fast 1:1 mit dem Lachtal und Schnee war super, also besser hätten wir es nicht treffen können.